Der Rhein, Hauptschlagader des Güterverkehrs. Beladen mit Kohle und Stahl, mit Futtermitteln und Getreide, mit Baustoffen und Chemikalien, pendeln unzählige Schiffe zwischen den Seehäfen an der Mündung und den Industriezentren stromauf. Die Selbstständigen in der Binnenschifffahrt, jene, die sich gegen die übermächtige Konkurrenz der Reedereien zu behaupten suchen, heißen Partikuliere. Einer von ihnen ist Heinz Brockmann. Macht man einen Montag zum Sonntag? Ich versuch's mal so, indem ich das nachhole, was ich gestern versäumt habe. Tut mir leid, dass ich euch vergeblich habe warten lassen auf meine sonntäglichen Erzählungen. Dafür gibt's zwar keine vernünftige Entschuldigung, aber mindestens eine Erklärung. Das ganze Wochenende über war Familientreffen. Einmal im Jahr die Sippe meiner Frau. Und da ging's dann, naja, ihr könnt euch das vorstellen. Warum ich innen sitze, ist auch ganz einfach nachzuvollziehen. Es ist nicht nur regnerisch, es ist auch elend kühl draußen. 13, 14 Grad waren das heute Mittag. Das ist nun für einen Juli, weiß Gott, nicht ausreichend. Hitzetote habe ich nicht entdeckt. Insofern mache ich mir um den Klimawandel zumindest heute überhaupt keine Sorgen. Ja, aber warum dieser Film, von dem ihr gerade den Einstieg gesehen habt? Der spielt zu einem nicht unwesentlichen Teil an Rhein und Main. Und vom Main stammt der Protagonist Heinz Brockmann. Na, stimmt nicht ganz. Er ist Niedersachse, genau wie ich. Und genau wie mich hat ihn auch die Liebe dorthin geführt, also nach Unterfranken. Das Schiff heißt Wertheim und da ganz in der Nähe wohnt er auch. Ich meine in Burgsinn, wenn ich mich recht entsinne. Jetzt muss ich euch erstmal erklären, warum mich überhaupt dieses Thema so fasziniert hat. Das liegt zurück in meiner Kindheit. Mein Vater war, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, als Handelsvertreter unterwegs. Hatte viel Freiheiten, nicht Freizeit, aber viel Freiheiten. Und nachdem ich der Windel entwachsen war und bis ich in die Schule musste, durfte ich mitfahren. Montags los, freitags oder samstags retour. Mein Vater war nicht nur ein begnadeter Kommunikator, hätte man heute gesagt, den Begriff gab es noch gar nicht, sondern er konnte auch sehr gut Neugier vermitteln. Also mir, dem kleinen Pökster, klar machen, es gibt so wahnsinnig viel zu entdecken in der schönen weiten Welt. Hannover-Anderten ist eine Schleuse, die liegt am Mittellandkanal. Wir fuhren daran vorbei und er deutete immer auf dieselbe Art und Weise dahin. Kennst du das schon, weißt du das schon und so weiter. Das wusste ich natürlich nicht mit meinen 4, 5 Jahren. Also wir dahin, Zäune gab es noch nicht, keine Absperrung, man musste keinen fragen. Wir haben uns einfach mit unseren Butterbroten da an die Schleuse gesetzt, haben zugeschaut, wie die Schiffchen hoch und runter geschleust werden und er erklärte mir das Prinzip. Ich glaube noch nicht bei dieser Gelegenheit, aber deutlich später hat er dann einfach mal einen der Schiffer angesprochen, also viele Wochen, viele Monate später. Ich habe ihn immer wieder genervt und gesagt, Schleuse, ja, da wollte ich hin. Hat den Schiffer angesprochen und gesagt, kannst du meinen kleinen Mann mitnehmen? Heute völlig undenkbar, würde kein Vater machen, würde kein Schiffer machen. Der Schiffer sagte, ja, warum eigentlich nicht? Aber das Problem ist, das nächste Mal halte ich dann erst wieder, wir fahren ja Richtung Ruhrgebiet, halte ich in Minden, da wo der Mittellandkanal die Weser kreuzt. Und mein Vater, ja gut, dann fahre ich halt dahin und hole ihn wieder ab. Ich hatte null Angst, kein bisschen. Ich wusste ja, mein Papa holt mich ab, also Gottvertrauen. Und auf dem Schiff haben sie mir dann eingeschärft, also pass auf, wenn du da an der Bordwand lang gehst und so, das ist ein bisschen glitschig, pass auf, dass du nicht ins Wasser fällst, Klein Klaus, passt auf. Und ansonsten saß er neben dem Schiffer oben im Führerhaus, heißt ja nicht Brücke, heißt das nicht bei Binnenschiffen, habe ich dann auch später gelernt bei dem Film, von dem ich euch heute erzähle. Den passenden Protagonisten zu finden, das ist ja immer bei Dokumentationen eine der großen Herausforderungen ganz am Anfang. Also man recherchiert das Thema mit Zahlen, mit Branchenverband, mit wie viele Schiffe gibt es denn überhaupt, welchen Stellenwert nehmen die im Verkehrsmix ein, also wie viele Güter werden übers Wasser transportiert, wie viel auf der Straße, auf der Schiene und so weiter und so fort. Das heißt, man ist einigermaßen drin im Thema. Aber dann geht es darum, das Ganze runterzubrechen auf ein Schiff, auf einen Schiffer und auf dessen Familie.
Heinz Brockmann, ich weiß nicht mehr genau, wie wir ihn gefunden haben, aber es war ein großer Glücksgriff und er war auch, ja, wie wir halt so willen, die Niedersachsen. Also wenn man ihnen nicht blöd kommt, dann sagt er, ja, ist in Ordnung, mache ich mit. Und welche Reise, das war auch klar, wir starten in Rotterdam. Rotterdam, Europas größter Seehafen und dort werden die Waren umgeschlagen vom Seeschiff auf das Binnenschiff. Naturgemäß fährt man dann also rein aufwärts. Ja, haben wir auch gemacht. Und das war die Entdeckung der Langsamkeit. Deshalb sollte ich mal langsam den Sabbel halten und euch noch mal wieder einen Ausschnitt aus diesem Film zeigen. Bitte sehr. Wir sind ein fahrendes Volk. Heute hier und morgen da. Immer unruhig. Und manches Mal denke ich so, gehören wir da draußen überhaupt noch dazu? Die Leute an Land, die können sich unser Leben doch gar nicht vorstellen. Schiffer, das ist kein Beruf wie Bäcker oder Maurer. Da muss man mit Herz und Seele dabei sein. In dem Stichkanal hinter der Hubbrücke liegt das Tagesziel. Eine Sojamühle am Stadtrand von Utrecht, die einen Großteil ihrer Futtermittelproduktion nach Deutschland liefert. Dass er ausgerechnet an einem Samstag hier ankommt, schmeckt Heinz Brockmann nicht. Morgen bleibt die Brücke geschlossen und die Hausboot-Idylle wird für die Wertheim zur Falle. Das Anlegen am kurzen Ladekai ist Millimeterarbeit. Ralf, wir gehen erstmal bei dem Back und wenn der Konrad Brand kommt, und dann gehen wir halt so lange ab. Am Sonntagmorgen macht Ralf sich landfein. Familie Brockmann genießt die Zwangspause lieber an Bord. Schmeißt sie wieder raus, ne? Vielleicht haben wir noch eine Chance, dass noch einer beißt. Da drüben rüber. Soll ich meinen Kopf mitnehmen hier? Vorsichtig, war das jetzt auf prima. Klasse. Spiele mir die Bruder, ne? Wollen wir doch mal reinwerfen. Hey, Papa. Ja. Ja, wir haben schon was gefangen. Der Jochen hat einen ganz kleinen gefangen. Jetzt wollen wir den seinen großen Bruder noch holen. Damit wir noch einen dicken kriegen. Das ist alles. Das ist aber ein Barsch. Der ist. Pass auf, wenn der dich sticht. Ist giftig? Der ist giftig. Ach, der Jochen weiß das. Ja, dann gehe ich mal wieder weg, damit euer Anglerklüch nicht da ist. Ja, und du uns hier nicht so störst. Ne? Das können wir Männer alleine machen. Jetzt mal eine Wissbahn ziehen? Nee, noch nicht. Jetzt gehen wir nachher. Am Nachmittag kann mit dem Laden aus den Silos begonnen werden. Damit das nicht so stau, wenn das immer so wäre, dann würde das mit Schwung darüber gehen und dann weht das alles dahin. Und so geht das immer automatisch auf und zu. Und wenn das so schnell geht, dann fährt ihr in der Ecke rein, dann geht das ja nachher da oben raus. Außenbord. Nicht da reinstecken! Frau Brockmann bleibt außen vor, wenn die anderen das Sojaschrot in jede Ecke des Laderaumes verteilen. Der 1200-Tonnen-Auftrag schafft Probleme, denn Sojaschrot ist bei großem Volumen relativ leicht. Die letzten 50 Tonnen passen nicht mehr unter die Luken und müssen später auf dem Vorschiff mit einer Plane überspannt werden. Heinz Brockmann, Ralf und Anja schaufeln bis tief in die Nacht. Dieser Film, der symbolisiert wirklich die Entdeckung der Langsamkeit. Und damit meine ich nicht nur das langsame Gleiten mit dem Binnenschiff über den Fluss, sondern natürlich auch die Bildästhetik. Das Ganze ist gedreht worden in 4:3, das war das Fernsehformat, bis, ich habe nachgeschaut, 2007 oder 2006. Das heißt, wir haben das Ganze produziert in einem
nicht gerade quadratischen, aber doch deutlich weniger rechteckigen Format, was dazu führt, dass die Ausschnitte, die ich euch jetzt jeweils einspiele, dass ich die auch beschneiden muss, oben und unten, weil sonst rechts und links schwarze Balken zu sehen wären. Komme ich gleich drauf. Zurück zum eigentlichen Thema, Entdeckung der Langsamkeit. Unser Kameramann, auch ein Exzellenter, der hatte sich also sehr, sehr schnell darauf eingestellt, auf dieses gemächliche Tempo, dieses Gleiten. Wenn wir vom Schiff herunterfilmten zum Ufer hin, dann mussten wir vorher wirklich bedenken, was passiert jetzt in 20, 30 Sekunden. Er musste sich dahingehend einrichten, denn dann wanderte das Bild ein. Hat er unglaublich gut gemacht. Aber Heinz Brockmann und seine Familie haben uns auch sehr, sehr gut dabei geholfen. Matrose war ja auch noch mit an Bord. Wir waren, glaube ich, zu viert. Ein Aufnahmeleiter und ich. Aufnahmeleiter traf nicht ganz zu. Wir hatten einen jungen Kollegen an Bord, der das Dokumentarfilm machen lernen wollte und der mir auch sehr imponiert hat mit seiner Einsatzbereitschaft. Also beispielsweise, ein Spruch ist mir gut in Erinnerung, wenn es darum ging, ob man irgendwas wiederholen konnte. Das war ja ein Dreh mit einer Kamera. Das heißt, entweder waren wir an Bord, dann konnten wir nicht gleichzeitig das Schiff zeigen, wie es einläuft, in eine Schleuse zum Beispiel. Oder wir waren draußen, dann mussten wir das Ganze von Bord wiederholen. Also das war nicht so ganz einfach. Heinz Brockmann hat das also mit großer Geduld ertragen. Und der erwähnte junge Kollege hat mir also insofern imponiert, als dass er dann also vorlief zum Schleusenwärter, hochspritzte und sagte, können wir nicht und das nochmal und vielleicht noch ein weiterer Schleusenvorgang. Also das Ganze war also eine Mordsaufgabe, auch von Seiten eines Aufnahmeleiters, eines erfahrenen Aufnahmeleiters. Und Paula hat mir also unglaublich imponiert, indem er sagte, dass nein, habe ich schon, das Ja hole ich mir jetzt. Und in der Tat, das hat er also auch fast immer geschafft. Ja, und ich weiß gar nicht, wie lange mag so eine Reise gewesen sein. Ich meine, wir sind ungefähr 2 Wochen an Bord gewesen, wobei vermutlich... Nee, ich denke von Rotterdam bis Endziel Nürnberg, das dürfte eine Reise sein, die ein Binnenschiff mit Zwischenstopp, und zwar zum B- und Entladen, ungefähr, naja, in 9, 10 Tagen bewältigt haben sollte. Wir mussten noch einmal nachdrehen und ich kann gar nicht ganz genau erinnern, was der Grund war. Ich glaube, es gab irgendein technisches Problem auf unserer Seite, so dass wir nochmal ansetzen mussten. Aber nun gut, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das ist ja nun eine Binsenweisheit. Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon mal wieder auf 1000 Worte gebracht habe. Besser ist, ihr schaut nochmal wieder ein paar Bilder an. Kurz hinter Arnhem kommt ein Bunkerboot längsseits. Damit keine Zeit verloren geht, wird die Wertheim während der Fahrt betankt. Ja, guck mal so ran, ne? Hinne, schraub die Stoppen auf. Geh hinne, schraub auf da hinne. Machen wir mal auf jede Seite 2,5 rein und dann guck ich nochmal. Wir machen gut voll. Fast 11.000 Liter Dieselöl verbraucht das Schiff auf seiner langen Reise von Rotterdam nach Nürnberg. Den Liter zu 40 Pfennig. Das war jetzt die Firma Kalpam von Lobit. Unsere Genossenschaft, die tut für uns immer die Preise aushandeln und uns sofort informieren, welche Firmen am günstigsten sind. Und dann kriegen wir über Telefon Bescheid, dann können wir bei den günstigsten hier am Markt bunkern. Am späten Nachmittag ist die Grenze passiert. Das ist der St. Christophorus. Guck, da steht's. Das ist der Patron der Reisenden. Guck mal, was der für große Füße hat. Ja? So, nun komm, dann gehen wir weiter, ne? Guck, da steht Expediteurs Lobit, da müssen wir hin. Die Zollformalitäten werden von einem Speditionsbüro in Emmerich erledigt. Nur selten kommen Zollbeamte zur Nachkontrolle auf Schiff. Schönen guten Tag. Alles gut? Jawohl. Was war ja? Die Papiere da von der RMB? Jawohl, von Utrecht, da. Heute macht Brockmann bei Zeiten Feierabend. Für morgen hat er sich viel vorgenommen. Er will es bis Köln schaffen.
Das sind eigentlich die schönsten Stunden morgens, wenn ich allein im Steuerhaus bin und habe meine Tasse Kaffee dabei und kann in aller Ruhe fahren, dann gehen die Gedanken überall hin, weil ich die nicht beim Fahren brauche. Die Gegend, die ganze Landschaft, was ich sehe, von Rotterdam da nach Nürnberg auf eine Reise, das geht ins Blut, das spüre ich. Das morgens, wenn die Sonne aufgeht, wenn man sieht, das ist eigentlich das Schönste morgens, wenn man sieht, wie der Tag kommt. Ob das jetzt im Sommer ist, dass man sagt, Mensch, wird schon bei Zeit hell. Oder es ist im Winter und man wartet darauf, dass es hell wird. Das ist eigentlich das, was man genießen kann. Jeden Tag wieder neu zu leben, das zu spüren, da ist ein neuer Tag. Was vielleicht einer in der Fabrik nicht so spürt. Der geht bei Dunkelheit irgendwo rein ins Neonlicht, kommt vielleicht bei Dunkelheit wieder raus aus dem Neonlicht und hat den Tagesrhythmus gar nicht miterlebt. Den erleben wir auf dem Schiff jeden Tag. Das ist was Wunderbares. So, jetzt habe ich mir erst mal ein Bier geholt, wie der Zuschauer das ja auch macht, wenn im Fernsehen was kommt, was er schon kennt oder ihn nicht interessiert. Ich hoffe, euch interessiert das, was ihr zu sehen bekommt und was ich euch erzähle. Zum Wohl. Noch ein bisschen technischen Hintergrund. 1987. Also da drehten wir schon auf Video. Was den riesigen Vorteil hatte, dass das Material so gut wie nichts kostet. Ja, Magnetbänder, gab diverse Formate im Laufe der Jahre, will ich euch überhaupt jetzt an dieser Stelle nicht mit langweilen, wir machen ja keine Volkshochschule. Aber es war ein Riesenunterschied natürlich zur Arbeit auf Film. Ich selbst habe noch auf Film gelernt, 16mm Film habe ich, glaube ich, bei Gelegenheit auch schon mal bei passender erwähnt. Jetzt also Video. Und da gab es dann mit dem von mir hoch geschätzten Redakteur beim SDR, Jörg Dattler, meine ich hätte seinen Namen auch schon mal erwähnt, gab es einen Disput gleich am Anfang. War nicht dieser Film, war einer der vorigen. Und zwar, er wollte, dass ich draufschreibe, eine Videodokumentation von Klaus Bienfey, nicht ein Film von. Ich sagte, das kann doch nicht sein. Also wir waren häufiger mal nicht einer Meinung, sind aber ganz wundervoll damit umgegangen, haben einen Diskurs gepflegt, durchaus fachlich, sehr kameradschaftlich, so wie ich mir das heute in der Gesellschaft auch wieder wünschen würde. Bei der Gelegenheit durfte ich mich durchsetzen. Die Dinger hießen dann auch immer ein Film von. Ich meine, das kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Also das erste war ein Stück, was in Irland spielte, über einen Pfarrer dort in Irland. Es kann sein, dass er darauf bestanden hatte, eine Videodokumentation, und später habe ich ihn dann überzeugt bekommen. In diesem Film von dem Binnenschiffer gab es auch einen Disput. Eine wunderbare Szene am Mittelrhein übernachtet, also der Binnenschiffer legt an mit seinem Schiff, wir naturgemäß auch. Wir sind nicht etwa ins Hotel gegangen, wir haben an Bord übernachtet, in durchaus, wie sagt man das, beengten, einfachen, aber sauberen Verhältnissen. So würde man ein Hotelzimmer der Kategorie 1 Stern beschreiben. Das war also am Mittelrhein. Und am nächsten Morgen war es diesig, aber Heinz Brockmann musste nun ablegen. Jetzt hatte ich mit Jörg Dattler, dem Redakteur, einen Disput darüber. Später dann, der Film ist fertig geschnitten, soweit im Rohschnitt abgenommen. Dann geht es also nur noch um das Texten. Und ich hatte an dieser Stelle wunderschöne Bilder, hatte ich getextet. Am nächsten Morgen liegt Nebel über dem Fluss. Und Dattler sagte, nee, das nehme ich nicht ab. Ich sage, warum denn nicht? Das ist Mickey Mousing. Mickey Mousing nennt man im Fachjargon, wenn im Text nochmal das beschrieben wird, was man im Bild schon sieht. Also es lag ja Nebel über dem Fluss. Du konntest den Fluss sehen, konntest den Nebel sehen. Trotzdem fand ich das einen schönen Einstieg. Naja, er ließ sich da also nicht drauf ein und hat also gesagt, nee, also das ist unsinnig, da schadest du dir nur selbst mit, mein Freund. Lass das mal sein. Und wir haben einen Kompromiss gefunden. Wir haben also eine zusätzliche Information da reingesetzt. Am besten schaut euch das daraufhin bitte mal an. Am nächsten Morgen Sicht unter 100 Meter. Das erfordert höchste Konzentration. In St. Goar kommt der Lotse an Bord.
Das ist zwar längst nicht mehr Pflicht, aber noch immer hilfreich bei der Fahrt durchs Gebirge, wie Binnenschiffer den gefährlichen Mittelrheinabschnitt nennen. Außerdem hat es für Brockmann den Vorteil, dass er sich während der 4 Stunden Fahrt bis Bingen ein bisschen aufs Ohr legen kann. Guten Morgen, Fritz. Grüß dich. Was hast du für ein Wetter bestellt? Ja, no, die Sonne kommt auch gleich raus, dann geht's wieder. Ja. Nicht so schlimm sein. Ja, dann komm. Jawohl, dann würde ich dir übergeben. Ja. Wie tief haben wir es noch? 220, denke ich mal. Alles klar. Ja, wir haben noch Luft genug. Ist nicht so hart gefallen, wie ich gedacht habe, die Nacht. Mhm. Na ja, wir hören dann gleich mal, was er stellt, genau. Bis man was gemacht hat. Okay. Die Lorelei. Es gibt immer noch Stellen, die bei Hochwasser oder Niedrigwasser sehr gefährlich sind. Und durch die Abdrift, die viele Schiffleute nicht wissen, kann es zu Zusammenstößen immer noch kommen. Aber das ist sehr gering, eben dadurch, dass fast jedes Schiff ein hydraulisches Ruderwerk hat und nachts mit Radar ausgestattet ist, sodass es sehr wenig geworden ist. Aber es kann immer noch passieren. Jetzt, wo ich dran denke, muss ich euch einfach mal ein bisschen mehr von Jörg Dattler erzählen, also diesem faszinierenden Redakteur des Süddeutschen Rundfunks. Ob er noch lebt, weiß ich nicht. Wir haben uns leider längst aus den Augen verloren. Dattler war, müsste ja dann heute noch sein, so ungefähr 10-12 Jahre älter als ich. Und ein Autor der Stuttgarter Schule, der berühmten Stuttgarter Schule, das sind 4, 5 Autoren gewesen, Dokumentarfilmer, die den Dokumentarfilm überhaupt erst fürs Fernsehen erfunden, kann man das so nennen, brauchbar gemacht haben. Wirklich tolle Namen auch darunter. Wilhelm Bittorf fällt mir jetzt also beispielsweise gerade ein. Zurück zu Dattler. Das war wirklich lustig. Also wir hatten ein so wundervolles persönliches Verhältnis, aber eben nicht auf der Du-Basis, als er dann, ich muss noch ein Stück zurückgehen, das war sehr spannend, als er 60 wurde, da hat uns seine Assistentin angerufen, uns heißt also die Autoren, die er seit Jahren in einem engeren Verhältnis betreut hatte, das waren vielleicht 8 oder 10. Wir mögen doch bitteschön 2 Dinge tun. Erstens uns einen Termin freihalten, einen bestimmten, den sie vorgab, aber zweitens ihm auch etwas zuliefern, nämlich jeder einen persönlichen Glückwunsch zu diesem 60. Geburtstag. Diese zugelieferten Videos, die sollten dann also zusammengeschnitten werden und wurden auch zusammengeschnitten. Ich habe mich in meinem Büro auf die Couch gehockt, so ungefähr wie ich das jetzt mache, war eine andere Couch, die war grau. Aber ich habe mich dann hingestellt und gesagt, das ist doch unglaublich, der Dattler soll 60 werden. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Also der wäre bei mir glatt für 59 durchgegangen. Meine Art von Humor damals schon. Ich bin nicht sicher, ob er darüber wirklich lachen konnte. Aber was anderes hat ihn ganz hoch erfreut, nämlich seine Assistentin hatte arrangiert, irgendwann ein Datum, an dem wir alle konnten, alle Produzenten, alle Autoren, dass er mit dem Mann der Assistentin und mit seiner Frau ein Viereressen machte. Das gab es wohl immer mal einmal im Jahr in einem italienischen Lokal in Stuttgart.
Und wir hatten jeder eine Aufgabe zugewiesen bekommen. Meine Aufgabe war, als Zeitungsverkäufer verkleidet, abends in dieses Lokal zu kommen und die, was war es denn, Stuttgarter Zeitung oder Stuttgarter Nachrichten auszutragen. Ich hatte mir so eine Kappe besorgt, hatte also dann die Zeitung vom nächsten Tag. Der Andruck ist da ja üblicherweise schon, weiß ich nicht, 22 Uhr und jetzt war es also 22.15 Uhr mit so einer Tasche und so weiter, kam ich also in dieses Lokal und an deren Tisch und sagte, möchte jemand die Zeitung von morgen? Er guckte so hoch, weil er wohl meine Stimme erkannt hatte. Sagte, das glaube ich doch jetzt nicht. Bien fait, ich glaub's nicht. Aber ich war nicht der Erste. Also einer war schon als Taxifahrer erschienen, einer war der Kellner. Also eine ganz, ganz tolle Nummer. 6, 7, 8 Leute und er war völlig geplättet von dieser Geburtstagsüberraschung. Noch was anderes ist mir zu Dattler und mir in Erinnerung. Also wir hatten, wie das damals üblich war, ein sehr kameradschaftliches, sehr professionelles Verhältnis, aber per Sie. Und zwischendurch hatte er dann mal irgendwie so ein bisschen eingeflochten, na, wie hast du das so gemacht oder so. Aber ich blieb ganz strikt dabei, Herr Dattler. Und als er dann in Pension ging, also weiß ich nicht, 3, 4 Jahre später als dieser 60. Geburtstag, da gingen wir dann ein Viertel schlonzen, wie man das in Baden-Württemberg nennt, in Württemberg, nämlich einen Rotwein, einen einheimischen trinken. Und waren zu zweit in einem Restaurant und er sagte dann zu mir, also jetzt, nachdem ja kein Arbeitsverhältnis mehr besteht, er nicht mehr mein Auftraggeber ist, könne er mir doch jetzt das Du anbieten. Hat er auch getan und war ganz überrascht, dass ich den Kopf schüttel. Ich sagte, nein, Herr Dattler, geht nicht. Wie, geht nicht? Ja, also ist ja klar, wenn man ein so herzliches, liebevolles Angebot abgelehnt bekommt, ist das zunächst mal ein Affront. Ich habe es ihm dann aber erklärt, ich habe gesagt, ich freue mich sehr darüber, wenn Sie Klaus zu mir sagen, mich duzen, ja? Dattler, Klaus. Und ich sage weiterhin, Herr Dattler, ich kann Ihnen das begründen. Sie waren mein Mentor, Sie werden immer mein Mentor bleiben. Und insofern ist das eine Form des Respekts. Ich habe ihn nicht überzeugt an dem Abend. Also er war irgendwie nicht so ganz meiner Meinung und hat das mir, so schien mir an dem Abend, so ein bisschen übel genommen. Ein paar Wochen später rief er mich an und sagte, jetzt habe ich es verstanden. Also wir machen das so, wie du dir das vorgestellt hast. Also er beim Du, ja, ich per Sie. Ja, Herr Dattler, das freut mich sehr und damit werde ich dann auch glücklich. 41 Schleusen müssen gefahren werden. Alle nur gut 2 Meter breiter als das Schiff. Jedes Manöver muss sitzen. Warum sich Heinz Brockmann so bedingungslos dem Stress unterwirft und das auch noch freiwillig, fragt er sich manchmal selbst. Man ist eigentlich mein eigener Sklave manchmal, dass man sagt, jetzt, warum hast du denn das überhaupt so vor? Warum willst du denn jetzt unbedingt da noch in Nürnberg ankommen an dem Tag, das ist morgen, du kannst einen Tag später löschen. Aber dann sagt man sich, das ist zu machen, das schaffen wir. Dann reizt einen das wieder, dass man sagt, sich selbst bestätigen, die Leistung zu bringen wieder. Jedes Mal neu, jede Reise neu. Das reizt einen. So, ist fest. Langsam voraus. Das hier ist eine Verletzung, die ich mir beim Rasieren zugezogen habe. Den Rasierhobel, den beherrsche ich noch nicht wirklich perfekt. Ich übe noch. Nun muss man wissen, dass ich als junger Mann einen Vollbart getragen habe, über Jahre und Jahrzehnte, was mir natürlich geholfen hat bei der Kriegsreportergeschichte, wenn ich da in irgendwelchen Ländern zu tun hatte, wo man verkleidet dann weniger auffiel, also Afghanistan fällt mir ein, Irak, Iran und so weiter. Aber es war natürlich auch sehr bequem. Und ganz am Anfang hat es mir geholfen, nicht so sehr als Milchbubi, als Milchgesicht rüberzukommen. Ich wollte ja nun mit meinen jungen Jahren, auch schon, weiß ich nicht, 19, 20-Jähriger, wollte ich ja schon was darstellen. Ja? Und da dachte ich, der Bart hilft dabei. Irgendwann war ich dieses Bartes über und habe ihn dann mal abrasiert.
Und dann habe ich zum Elektrorasierer gegriffen. Dazu gehört ja nicht wahnsinnig viel Know-how. Das ging also einfach, bis mir dann ja, vor, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren der Gedanke kam, doch, ich mache das mit dem 6-Tage-Bad, 3-Tage-Bad. In meinem Fall ist es wirklich ein 6-Tage-Bad. Ich habe keinen so starken Bartwuchs. Und das bedeutet, ich kann mich darauf konzentrieren, das einmal die Woche zu machen. Sonntags, ihr kennt das schon. Ja, dem einen oder anderen gefällt das nicht, aber ich bleibe einfach dabei. Und beim Duschen und beim Rasieren habe ich die besten Gedanken, so ein bisschen was Philosophisches für den Hausgebrauch. Das mit dem Duschen habe ich ja einmal gebracht, hat ja wahnsinnig viel Ärger mir eingetragen. Davon lasse ich jetzt die Finger, aber seid gewiss, es bleibt beim Rasieren immer sonntags und immer sonntags erzähle ich was davon. Das ist ein Aufsagerformat von 55 Sekunden. Das heißt, da werde ich mich sowieso kurz fassen müssen. So, zurück zum Bad. Also ich habe mich da geschnitten, immer mal wieder geschnitten. Das mit dem Rasierhobel, einer Empfehlung folgend, die ich aus den Kommentaren habe, das sei doch eine wesentlich bessere Rasur als elektrisch schon mal gar nicht, aber auch als diese konfektionierenden Geschichten da von Gillette und so weiter und so fort. Wilkinson, gleich nochmal den anderen auch erwähnen, damit es da keinen Ärger gibt. Ja, habe ich eigentlich schon alles berichtet? Ich weiß nicht, sowas Richtiges fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ich sag mal zum Wohl, Montagabend darf man ja eigentlich auch mal einen Schluck trinken. Das gab wieder einen Ärger, als ich das Thema Bier angegangen bin. Von wegen, welche Nation am meisten trinkt. Ich glaube, die Tschechen waren es, dann die Ösis, dann wir. Und dann habe ich mit so einem flapsigen Spruch geendet. Bitteschön, das wird doch wohl aufzuholen sein. Ja, um Gottes Willen. Es war keinerlei Alkoholwerbung. Mittlerweile gibt es ja auch schon alkoholfreies Bier. Und ich habe auch schon die ein oder zwei Marken rausgefunden, die ich ganz gerne trinke. Ich bin kein Alki, also insofern kann ich euch da wirklich beruhigen. Aber gelegentlich und immer mal wieder und auch unter der Woche gestatte ich mir dann schon eine halbe Helle, wie man in Bayern sagen würde. Und das gehört einfach dazu. Ja, das ist inzwischen Kulturgut. Nein, inzwischen immer schon. Und ich lasse es mir auch bitteschön nicht nehmen. Ja, deutsches Kulturgut, wie weiß der Himmel was anderes auch noch, beispielsweise Volkslieder oder. Das sind ja Themen, die behandeln Olaf und ich unter der Woche in diesen Aufsagern zu Genüge. Es wäre schön, wenn die Gemeinde immer weiter wächst. Und ich kann euch empfehlen, wenn euch interessiert, welche Filme ich da anspreche, das gibt es natürlich auch. Der Kanal heißt Sola Vista und da könnt ihr euch die Stücke dann in der ganzen Länge anschauen. Dieses hier war 45, also da sollte man sich dann schon ein bisschen Zeit für nehmen. Ich wünsche euch was und verbleibe mal so bis zum nächsten Sonntag. Servus.